Willkommen zu einem neuen Part. Let's play Temple of Legend. Im letzten Part haben wir die Wasserschlange fertig gemacht, wo ich ziemlich glücklich drüber bin. Jo! Wie gesagt, das ist immer noch Zenfield 338 vom Controller und... Werner Undertaker als Co-Moderator. Und natürlich auch Berater. Berater, ja, unbedingt, weil ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich weiß wirklich nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Den ganzen Schlauch wieder raus, wie wir reingekommen sind, oder wie? Ne, ich glaube, so leicht geht das nicht, weil da... Achso, nee, warte. Ja, das glaube, das kann sein, ja. Also du gehst da, kurz gesagt, den Schlauch, den du da rein und raus gehst. Okay, schwerer Absturz. Ja, wir nehmen anscheinend immer noch auf. Wo ist mein Mauszeiger? Schwein gehabt. Okay Leute, nochmal hallo, ich habe keine Ahnung was passiert ist, es war Absturz. Ein Bibabo-Absturz war das, wirklich ein mächtiger Absturz, Leute, keine Ahnung. Nur durch einen Zufall. Und jetzt liegen natürlich auch die Medipacks und so anders, das ist nicht wundern. Also wirklich, nur durch einen Zufall haben wir vorher kurz gespeichert, sicherheitshalber. Ja, und ich bin glücklich, dass wir das gemacht haben. Sonst hätten wir jetzt Probleme gehabt. Mit der Wasserschlange. So. So. Gut, keine Ahnung, warum die Kisten wieder so stehen. Was Neues wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wir werden uns jetzt holen und wieder das gleiche Palett wie vorher. Wegen dem Goldschatz werden wir zurückgehen. Aber dieses Mal nicht wegen dem Goldschatz, sondern weil wir schon hier fertig sind. Und weil der Sieg und der Lester mal wieder Hilfe brauchen. Wenn ich natürlich noch irgendwelche Feinde entgehen kann. Ja? Irgendwas gefunden? Ja, da sogar. Guck mal, da mal Nase. Boah, ich hasse das, wenn die irgendwo total unauffällig so in die Ecke schauen. Sie ist hier irgendwo. Oh ja, nicht so. Sie ist hier. Hier bewegt sich eine Kiste. Also das ist. Findet das Miststück. Also da glaube wirklich, dass Kisten gehen können. Ja, sich daran schieben. Ist der gerade selbst gestorben? Ist der jetzt gestorben? Da sind die Flammen reingerannt. Ja, also... Das ist der volle Wappler, ja, du. Ist mit denen alles noch in Ordnung? Hey, also so leicht war es ja noch nie, einen Feind zu besiegen, oder? Das ist ja... Da brauchst du dich nicht mehr bemühen. Also das war jetzt echt, das ist mir noch nie passiert und gut zu wissen. So, und jetzt bin das Kistenballett von A nach B und von B nach C und so weiter. Also diese, das mag ich überhaupt gar nicht. Ich meine, das dauert ja wirklich urlang. Ne? Ja gut, vor allen Dingen, man hat es schon ein paar Mal gemacht, ne? Nur, hey, was soll's. Im Prinzip bist du jetzt eh gleich durch dann. Ich meine, es sei denn, du kannst die Kisten nicht mehr beendigen. Dann dauert es ein bisschen länger. Mal bin ich blöd? Alter, bitte nicht! Nein. Wo fangen wir jetzt an? Oh je. Na, wenigstens etwas. Nein. Können wir jetzt gleich wieder alles von... Nein, hey, Dolzi, Boots, hey, Dolzi! Bin gespannt, ob der nochmal selber reinrennt ins Feuer. Ich geh nur die andere Kiste holen! Oh, der rennt da nochmal. So, jetzt überrascht uns natürlich gleich wieder einer hier. Sucht überall! Der da drin ist gerade mit Rücken, ist ja egal. Habt ihr sie gesehen? Ist sie noch hier? Sucht überall! Flanke!
Wo ist denn der jetzt? Wo geht sie? Beschäftigt sie! Was ist das hier? Auf die Seiten! Ah! Halt sie ab! Schieß endlich! Jetzt sind wir platt. Der rührt sich aber auch keine Millimeter. Nur zur Info, also. Trotzdem, auf, er könnte es. Auf der anderen Seite, er lernt. Der war nicht deppert. Der ist der Mal, ist er nicht selber ins Feuer. Ja, das ist ein Lernprozess. Das ist gut so. So. Ich habe das jetzt auch ein bisschen schneller gelöst mit der Kiste. Und dieses Mal werde ich nicht ins Feuer springen. Puh, knapp. Kommen wahrscheinlich gleich wieder 1000 Feinde. Habe ich nicht gedacht. Wieso ist da eigentlich eine Treppe nach unten? Braucht ja keiner. Ja, damit man da in diese brodelnde Suppe hineingehen kann, wenn man möchte. Das möchte natürlich jeder. Kontrollpunkt! Ja klar, die leisten sich den Aufzug bis nach unten in die Katakomben. Das ist natürlich total viel, also. Und die kämpfen uns da runter und wieder am Aufzug. Ja, die Frage ist nur, hat irgendjemand einen Zentralschlüssel für den Aufzug? Oder alternativ, benötigt man überhaupt einen Zentralschlüssel? Kann man den vielleicht gleich so nutzen? Ich glaube, man benötigt keinen Zentralschlüssel. Abgesehen, man ist so blöd und fällt von der Treppe runter wie ich. Und aha, abgesehen, man tut es gleich nochmal, so wie ich. Na, zweimal hintereinander, finde ich, ist nicht gut. Vielleicht ist es einfacher, wenn du dir merkst, dass hinter der Treppe kein Plateau ist. So, und ich werde mich gleich... Oh, man kann sich nicht ganz bereit machen. Ja. Schade, da, ja. So, da. Ah. So. Jetzt wieder alles zurückkatschen, ja, sind wir so nett. Nein, nicht Hunde. Keine Hunde. Das ist unfair. Das ist unfair. Und das ist noch viel unfairer. Und noch unfairer als Hunde sind Sprengstoffhunde. Genau. Hunde, die zu dir laufen und explodieren. Was war das jetzt? Verzeih mich. Nicht noch ein Hund. Du könntest auf die Kiste raufspringen. Was, wenn ich gerade eben zerstört habe? Dann nimmst du die nächste Kiste. Und da sind kein Hund mehr da. Okay, na, das kann man vorher nicht wissen. Aber die haben jetzt ausgesehen wie so Bernhardiner. Bernhardiner? Die Stadt diesen Rum fasst oder diesen Rettungstrank fasst, das sie normal in den Hals gebunden haben die, was weiß ich, irgend so eine kleine Bombe oder so. Ich hab sie! Hast du mich? Hey! Markiert sie! Wir müssen hinter dir kommen. Tanz mit denen. Soll ich die Waffe wechseln?
Waffe wechseln. Ja, wenn der da noch ist, wenn du genug Muni hast, warum nicht? Weil der eine, wo ich eingesteckt habe, da habe ich gar nichts gehabt. Das ist besser, ich nehme eine andere, wo ich was habe. Sag bitte, da oben ist noch ein Gabelstapel, dann können wir den Schatz nachmachen. Nachmachen? Da oben ist noch ein Gabelstapler, da kann man den Schatz nachmachen. Zufrieden so? Was perfekt? Ist da ein Gabelstapler? Hast du ihn gesehen? Ist da ein Gabelstapler? Hast du ihn gesehen? Nein, mit dem Schatz da oben, schau. Ich habe keinen gesehen, ne? Oh ja, ich habe da hier nur einen gesehen mit automatischem Maschinengewehr. Check, check. Morgen. Was ist los? Ich sagte gleich, was los ist. Komm doch herein. Hier ist der Minibag. Das ist total unauffällig. Hallo Freunde. Hey Lara, was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay, alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Ho, ho, ho. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extras-Menü Ihren Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenzen, Biografien, Konzepte, Kostümauswahl, Objektmodelle, Pistolen-Upgrades. Weiter mit der Eingabetaste, 30 Frames per Second. Sie haben einen neuen Kostüm freigeschalten. Wollen Sie es anprobieren, gehen Sie in Leras Schlafzimmer oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level laden. So, was haben wir hier? Zeitspiel gemeistert haben wir nicht. Wir haben einen Goldschatz von 1. Wir haben 4 Silberschätze von 5 Silberschätzen. Und wir haben 9 Bronzeschätze von 9. Jetzt wissen wir, was das für ein Schatz oben war. Also wie wir damals mit den Gabelstapeln gefahren sind. In dem Part, wo ich am Ende Schluckauf bekommen habe. Wer sich noch erinnert. Da war ja oben der Gabelstapler. Wenn du da dann die Kiste stapelst, dann bekommst du einen Silberschatz. Das haben wir aber zu spät bemerkt. Genau so ist es. Schön, schön von dir gegeben. Also Nepal haben wir als nächstes. Ich habe keine Ahnung, was uns in dem Level erwarten wird. Nepal? Ist das nicht das, wo wir jetzt wiederum so eine Flugsequenz bekommen oder so? Wo wir da im Winter wieder sind? Ah ja, es könnte sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Wir sind, also wir spielen auch schwer immer noch. Okay, dann würde ich sagen, weiter? Ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter im nächsten Part, weil hier haben wir jetzt dann die letzte Minute am Laufen. Der Sand ist gleich durch die Uhr. Ja, jetzt könnte man noch ein bisschen blöd herumquatschen oder ihn gleich beenden. Okay, dann gleich beenden. Machen wir gleich beenden. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ohrenspitzen aufpassen, brav bleiben. Tschüss, ciao, baba.